Bibliotheken haben mich tatsächlich schon immer fasziniert. Lesen hat mich immer fasziniert. Bücher haben mich tatsächlich schon immer sehr fasziniert. Ich glaube, die ersten beiden Kinderbücher, an die ich mich erinnern kann, da mag ich vielleicht so 3 oder 4 gewesen sein, das ist schon ein paar Tage her, waren vermutlich zu Besuch bei Onkel Tobi und vor allem die deutlich bekanntere Geschichte von Hase und Igel, die mich auch immer sehr begeistert hat. Ich glaube, ich habe nicht die Lieblingsgeschichte. Es gibt zu viele schöne, spannende, begeisternde, traurige, mitreißende, sachlich interessante Geschichten und ich mag einfach zu viele davon. Am liebsten erzähle ich Geschichten oder erzähle ich vermutlich insgesamt beim Abendessen zu Hause. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mag. Und ich glaube, Geschichten vorlesen, das mochte ich tatsächlich immer so gern am Abend meinen Kindern in deren Zimmer. Das ist etwas, was schon immer auch eine besondere Atmosphäre hat und hatte.